Schönen guten Tag, schönen guten Abend an euch alle. Ich bin Stefan. Und ich bin Sabine. Und die Steffi hat uns gefragt, ob wir einen Vortrag machen. Wir haben natürlich zugesagt. Also es war, wir waren auf Weltreise. Das wussten sie ja schon, sonst wären sie nicht hier. Und wir waren unterwegs von Juli 2018 bis Ende Oktober 2019. Also wir sind jetzt vor einem guten Jahr wieder hier angekommen, in Wurzen mehr oder weniger, waren die ganze Zeit mehr oder weniger mit dem Fahrrad unterwegs, haben ganz viel gesehen, ganz viel erlebt, sind jetzt gut zusammengeschweißt, würde ich sagen. Ja, und sind uns insgesamt 13.200 Kilometer gefahren. Wir haben fast alle Kontinente besucht, außer Afrika, das haben wir ausgelassen. Und ja, haben sehr viel erlebt, sehr viele Erinnerungen gesammelt und würden heute gern einen kleinen Einblick geben. Beziehungsweise haben wir uns heute zwei Länder rausgesucht, die wir etwas näher vorstellen wollen. Welche das sind, sagen wir dann, wenn es soweit ist. Und wir sind insgesamt durch 19 Länder gefahren. Wir haben auch da drüben, da kann man dann nachher nochmal gucken, auch eine Karte hingehangen, da ist dann eingezeichnet, wo wir lang gefahren sind. Also wir sind hier in Leipzig gestartet mit den Rädern, alles voll gepackt natürlich und sind dann zuerst nach Tschechien gefahren, dann nochmal nach Deutschland reingefahren, damit wir über Deutschland nach Österreich reinkommen. Wir waren in der Slowakei, in Ungarn, Rumänien, in Moldawien, in der Ukraine, in Georgien, Aserbaidschan und von Aserbaidschan aus sind wir dann das erste Mal mit dem Flugzeug geflogen, mit Rädern, mit Gepäck und sind dann in Vietnam angekommen, sind durch Vietnam geradelt, durch Laos, Thailand, Kambodscha, dann sind wir nochmal zurück nach Thailand gefahren, weil wir von dort aus dann nach Australien geflogen sind, haben uns dort die Tierwelt angeguckt und die ganzen schönen Sehenswürdigkeiten. Anschließend sind wir dann nochmal mit dem Flugzeug geflogen und zwar nach Mexiko, also Mittelamerika, haben dort an einer Hochzeit teilgenommen, weil eine Freundin von uns dort geheiratet hat, die ist inzwischen ausgewandert und wir durften auch die Trauzeugen sein, das war nochmal ein ganz besonderes Erlebnis. Dann haben wir uns entschieden, ursprünglich wollten wir dann die USA bereisen, das ist aber, wir wären dann in die Hurricane-Saison gekommen und mit den Rädern wäre es ein bisschen schwierig geworden, deswegen haben wir dann gesagt, gut, dann fliegen wir nach Europa zurück, haben uns noch Spanien angesehen, wir sind durch Frankreich geradelt, durch die Schweiz, dann wieder zurück nach Deutschland, nochmal kurz einen Abstecher nach Tschechien gemacht und dann waren wir wieder in Deutschland. Genau, wieder zu Hause, haben uns versucht, in das alte Leben wieder einzufinden, was gar nicht so einfach war, aber was wir letztendlich dann gut gemeistert haben und wie wir jetzt aktuell halt bemerken, natürlich auch zur richtigen Zeit mehr oder weniger wiedergekommen, weil sonst hätten wir vielleicht noch irgendwo festgesteckt und dann wäre es schwieriger gewesen. Unterwegs, also wie gesagt, wir sind mit den Rädern gefahren, die Räder voll gepackt. Wir hatten hinten jeweils zwei Fahrradtaschen, vorne zwei Fahrradtaschen. Das Essen hatten wir immer dabei. Wir haben auch ganz viel gezeltet, das heißt, wir hatten auch ein Zelt mit hinten drauf, was auch rege benutzt wurde, gerade in Australien, weil dort einfach ganz viel Natur ist, ganz viel Weite, wo es gar nicht so viele Unterkünfte gibt. Oder in Asien, obwohl in Asien haben wir eher Unterkünfte benutzt, denn dort ist die Dichte der Bevölkerung so eng, dass Zelten halt schwierig wird. Und wenn man ein frühes Zelt aufmachen würde, dann halt jemand davor stehen hätte, der einem dann gleich guten Morgen zuruft. Und da haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir doch lieber ein Zimmer für uns. Genau. Damit uns unsere Eltern erreichen, soll ich es noch sagen oder willst du erstmal? Also unsere Eltern haben uns immer verfolgen können, wo wir waren. Wir hatten dazu so ein kleines Gerät, das nennt sich Spot. Und unsere Eltern konnten dann quasi auf den Meter genau sehen, wo wir uns aufhalten. Ne? Das hat überwiegend funktioniert. Manchmal ist es ausgefallen, so zwei, drei Tage oder so. Aber dann ging es wieder. Naja, jedenfalls war auch für uns eine kleine Absicherung. Falls irgendwas sein sollte, hätten wir damit tatsächlich auch Hilfe rufen können. Ne? Zahlt man so einen Unkostenbeitrag von, ich glaube, 250 Euro im Jahr. Und wenn man da auf den richtigen Knopf drückt, dann kommt auch irgendjemand mit einem Hubschrauber oder mit einem
Auto an und holt einen dort weg. So. Was da die Folgekosten sind, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Wir haben es nicht ausgetestet, Gott sei Dank. Aber es war auf jeden Fall sehr hilfreich, dass die Eltern nochmal gucken konnten, wo wir sind. Und diese Karte da drüben hat tatsächlich auch mein Vater, ne, der hier vorne sitzt, immer aktualisiert und hat dann immer geguckt auf sein Telefon, wo wir gerade sind und hat dann Ping drauf gemacht. Wunderbar. Hat uns im Endeffekt geholfen, konnten wir die Karte auch gleich mitnehmen. Genau, ich würde jetzt, willst du noch was sagen zu dem ganzen Zeug hier? Also wir haben verschiedene, also wirklich sehr wenig von dem, was wir hatten, jetzt mitgebracht. Natürlich jetzt passend, wir haben aus vielen anderen Ländern natürlich Sachen auch mitgebracht, die wir jetzt nicht dabei haben, einfach weil wir uns ja zwei Länder rausgesucht haben. Aber wer nachher nochmal gucken möchte, also wir haben jetzt einmal den Kocher, weil das, da kommt nachher auch noch eine Geschichte dazu, weil das halt mal interessant ist, wie hat man sich denn unterwegs verpflegt, wenn man halt nicht irgendwie eine Küche hatte. Dann haben wir, wir hatten zum Beispiel immer Warnwesten dabei, was ganz wichtig ist, vor allen Dingen in Ländern wie Rumänien, denn in Rumänien gibt es ganz viele freilaufende Hunde und viele Autofahrer, die ziemlich schnell unterwegs sind und rasant unterwegs sind und deswegen, damit man uns gut sieht, waren wir ganz froh, dass wir die dabei hatten. Meistens hinten an Fahrradtaschen dran, schön drüber gestülpt, damit wir gut sichtbar sind. Ja, dann, was ich immer sehr interessant finde, na, wie kommt man denn durch die Länder, wenn man nicht die Sprache spricht? Denn in vielen Ländern, gerade die asiatischen Länder, Laotisch habe ich nie gelernt. Deswegen hatten wir ein ohne Wörter Wörterbuch. Das legen wir dann auch mit dazu und das war, wenn man mal in der Apotheke muss oder selbst beim Essen bestellen hat uns das dann geholfen, als wir nicht wussten in Asien, was Fleisch heißt und wir hatten halt Hunger, wir konnten es auch nicht, also Essen konnten wir schon erklären, aber es war schwierig, dann kann man das Buch hinhalten, ein Bild zeigen, hat überall funktioniert. Ansonsten geht es auch prinzipiell mit Händen und Füßen, das haben wir auch immer gut hingekriegt. Aber wer dort mal reingucken möchte, ist auch immer ein schönes Geschenk, wenn man mal was braucht. Also wir haben es rege genutzt, wie man sieht. Genau. Zur Navigation haben wir tatsächlich uns zur technischen Hilfsmittel bedient. Wir haben hier so ein komisches Gerät, nennt sich Garmin. Ist ein Fahrradnavigationssystem, kennt ihr bestimmt vom Auto. Das haben wir auf das Fahrrad auch gehabt, das hat ganz gut super geklappt eigentlich. Hin und wieder hatten wir mal so einen kleinen Fehlweg, aber das, ich glaube nach 13.000 Kilometern oder in 13.000 Kilometern kann das mal passieren. Genau. Ich würde jetzt direkt einsteigen. Wir reden tatsächlich aufgrund auch der Aktualität des Themas über zwei Länder, die im vorderasiatischen Raum liegen, also zum Übergang zwischen Europa und Asien. Das sind Georgien und Aserbaidschan. Aserbaidschan, gerade sicherlich, ne? Nachrichten noch durch ihre Zwistigkeiten mit Armenien. Aber das war, glaube ich, nicht der Hauptgrund. Ich wollte einfach irgendwas, oder wir wollten was raussuchen, was vielleicht auch noch in Reichweite, in Reisereichweite auch für Sie ist. Mit einem 12-14-Stunden-Flug nach Australien, weiß ich jetzt nicht, ob Sie sich das noch antun wollen. Aber Georgien erreichen Sie tatsächlich in relativ kurzer Flugzeit, wenn es dann wieder irgendwann mal möglich ist. Oder mit dem Fahrrad. Wir haben tatsächlich die Route, wir haben tatsächlich die Route über Land und über See gewählt. Und zwar sind wir in der Ukraine dann ankamen. Ich hatte vorher schon rausgesucht, es gibt eine Fähre. Die fährt von Odessa nach Batumi. Das ist so an der, was ist das dann, an der Westküste müsste das sein von Georgien. Das ist so diese eine große Stadt, die es dort gibt, die größte an dieser Küstenseite. Und da fährt die MS Greifswald. Tatsächlich in Ostdeutschland noch hergestellt, das Ding irgendwann mal verkauft an die Ukraine und die nutzen das jetzt als Ro-Ro-Fähre, nennt sich das, Roll-On, Roll-Off. Das nutzen meistens Lkw-Fahrer oder gerade so Reisende wie wir mit dem Motorrad oder mit so einem großen Lkw mit Fliegeraufbau hinten drauf, wo die dann so drin schlafen und so. Ne? Wir mit unseren Fahrrädern waren da so das kleinste Übel für die. Wir haben irgendwo unsere Räder in so einem kleinen Kabuff an der Seite neben den ganzen Lkws abstellen dürfen. Aber das Ding fährt zwei Nächte, ist eine ganz normale Fähre, man kriegt Vollverpflegung und hat gekostet, jetzt müsste ich lügen, 240 Euro pro Person oder sowas, war relativ günstig und wir mussten die Räder nicht verpacken, das war sehr hilfreich. Zum Verpacken komme ich dann später noch ganz am Ende dazu. Sehr interessante Geschichte. Genau, hier kurzer Blick, was Sie hier oben sehen, ne? Der Blick schon auf Batumi, ne? In dem ganzen Hintergrund sieht man so ein bisschen die Stadt. Wir haben
vom Schiff schön aus Fotos schießen können. An dem Tag war es ein bisschen bewölkt, aber die Bilder sind durchaus beeindruckend. Ne? Batumi sind wir angekommen, jetzt muss ich nachgucken, am 23.09., also vor gut einem Monat ungefähr, vor einem Jahr sind wir dort angekommen. Ach stimmt, vor zwei Jahren, nicht letztes Jahr. Letztes Jahr sind wir halt wiedergekommen, naja, vor zwei Jahren. Genau. Und wir haben dann tatsächlich von der Seite von Batumi aus bis zum Abflug in Aserbaidschan ungefähr einen Monat gebraucht. Also vier Wochen, das schafft man. Georgien, muss man sich vorstellen, ist ungefähr so groß wie Bayern. Man denkt, es ist viel größer, aber ist es tatsächlich nicht. Und es gibt auch bloß zwei große Städte, das sind Batumi und Tiflis. Die liegen jeweils an den anderen gegengesetzten Enden des Landes, wenn man es so nennt. Und ja, das eine hat uns begrüßt, das ist Batumi gewesen, das andere hat uns verabschiedet, das war dann Tiflis, das war dann kurz vor der aserbaidschanischen Grenze. Und Batumi sind wir angekommen, wann war denn das? Frühen Nachmittag? Späten Nachmittag? Es war doch frühen Nachmittag, glaube ich. Bis wir dann vom Schiff runter durften, hat es eine Weile gedauert, es musste dann noch Zoll durch und alles Mögliche abgeklärt werden. Und das war aber alles, hat bloß Zeit gekostet. Ne? Und dann durften wir irgendwann vom Schiff dann runter. Und das Erste, was uns begrüßte, war ein LKW von der Kraftgesellschaft Erfurt. Batumi ist eine sehr bunte Stadt. Die Georgier legen, genauso wie die Aserbaidschan, legen großen Wert auf Skulpturen. Kommen wir dann gleich noch dazu. Ich habe ein paar Bilder damit eingebaut. Und eben auch so die Verschönerung, sage ich mal, ihrer Stadt. Die machen das richtig schick. Das bauen die in ihre Häuser alles, in ihre Fassaden mit ein, die Gestaltung. Und dann hat man so diese Gegensätze zwischen den alten Häusern, die sieht man hier rechts so ein bisschen im Hintergrund, ne? Diese Hochhäuser, die so ein bisschen runtergekommen aussehen. Und im Hintergrund, auf der anderen Seite gehe ich nochmal zurück, diese mega Neubauten, die so direkt an der Küste stehen und mit Glasfassade und da kann man hochfahren und keine Ahnung was. Ne? Also so eine Mischung aus alt und neu. Ne? Am zweiten Tag dort in Georgien, Sabine ist an dem Tag in der Unterkunft geblieben. Ich habe durch Zufall an einer Critical Mass teilgenommen. Das ist, das gibt es auch in Leipzig tatsächlich. Das findet jeden letzten Freitag im Monat statt irgendwie. Da treffen sich eine Gruppe Radfahrer, fahren durch die Stadt, um zu zeigen, dass die Radfahrer auch noch da sind und dass der Verkehr die bitte wahrnehmen soll. Das findet tatsächlich weltweit statt, in verschiedenen Städten, immer zur gleichen Zeit. Immer an einem Freitag findet es dann statt und die machen das immer zur gleichen Zeit. Ist hervorragend gelöst. Und da bin ich auch gleich mal mitgefahren, fand ich super interessant, hatte auch super viele Leute kennengelernt und es war einfach schön, dort über die Straßen zu fahren. Die haben mich dann auch ein bisschen beschützt, weil ich doch etwas zu forsch war bei diesem Fahren. Aber die haben das für mich gelöst. Genau, Thema Skulpturen, da sind wir wieder. Fangen wir hier gleich an. Ich habe keine Ahnung mehr, wer das ist. Wir haben so viele Skulpturen dort gesehen und fotografiert. Aber was hier auch interessant ist, sind die natürlichen Gegebenheiten. Also in Batumi hat man so ein nicht tropisches Klima, aber es ist schon viel wärmer, ne, als das auf der anderen Seite in Tiflis ist von dem Land. Das sieht man hier an der Vegetation, ne, sehr schöne viele Palmen, alles grün und man kann dort quasi überwintern, ohne dass es einem wirklich kalt wird. Vielleicht auch als Alterssitz geeignet. Die Baukultur ist noch sehr alt geprägt. Das haben wir in anderen Ländern, gerade in Asien, dann nicht so erlebt. Dort war es eher so eintönig und auch in Australien war es eher nicht so. Die haben einfach keine Baukultur, ist meine Meinung. Aber hier ist es sehr schön noch gelöst. Man hat schöne alte Straßenzüge, kann sich auch mal, man hat was fürs Auge zum Sehen. Ne? Dort haben wir auch einen ersten Bambuswald gesehen. Ne? Also gibt es quasi eigentlich nur in Asien. Hier merkt man, dass man so in Asien auch ein bisschen angekommen ist. Die werden dann irgendwann Richtung China werden die dann häufiger. Wir haben dann unterwegs eher so wir sind dann Richtung Aserbaidschan gefahren und waren dann fast so 80 Kilometer von der Grenze von Iran irgendwann weg. Dort ist eher so Steppe und sehr, sehr spärliche Vegetation. Ne? Man hat viele große Weiden mit so kleinen Büschen nur. Und das hier war so die Begrüßung, die erste für, guck mal, wir sind jetzt in Asien angekommen. Genau, also viele Prachtbauten gibt es dort zu sehen. Und dann werden dann so ein paar Säulen hingestellt, oben so ein paar
Sachen draufgebaut. Die sind tatsächlich gar nicht so alt. Viel machen die dort auch so mit Pomp. Ne? Das sieht man in Aserbaidschan gerade, sieht man das dann später noch. Dort wird viel gebaut, was einfach nur Prestige, guckt mal her, was wir bauen können, guckt mal her, wie das aussehen kann, ne? wie wir uns nach außen gestalten. Ne? Aber eben die Baukultur, auch hier zu sehen, das ist schon eher so Richtung asiatisch gehen. Das sieht man an diesem Spitzdach obendrauf. Und Thema Skulpturen, da sind wir wieder. Das steht dort einfach so da, kann man sich mit dran setzen. Ne? So ist es aus Bronze oder ich weiß gar nicht, Messing, keine Ahnung. Aber auch sowas, diese beiden Skulpturen sollen die Verbindung zwischen Mann und Frau und auch zwischen Asien und Europa darstellen. Die sind beweglich gelagert. Ich habe da jetzt keinen Film dazu, den haben wir irgendwo, ich weiß gar nicht, ich habe ihn nicht gefunden jedenfalls. Jedenfalls fahren diese Skulpturen aufeinander zu und verflechten sich während dieses Auffahrens ineinander, sodass die am Ende wie eine Skulptur aussehen. Ne? Das war unser erster Radtag. Hier sieht man deutlich auch mal unser Rad, ne? Das ist Sabines Rad, wie die bepackt sind, vorne zwei Taschen, vorne am Lenker eine Tasche, hinten zwei Taschen drauf und noch jede Menge Zeug, was irgendwo an diesem Rad rumbaumelt. Hier unten drin, ein bisschen klein, diese kleine rote Flasche, die da ist, das war keine Trinkflasche, sondern, die steht auch da drüben, da ist unser Benzin zum Kochen drin gewesen. Das ist ein Benzinkocher, der da drüben steht. Der läuft so gut wie mit allem. Man kann da Diesel reinschmeißen, muss man bloß die Düse austauschen und sowas. Das Ding frisst einfach alles und macht schön warm. Zum Kochen. Genau. Die haben uns immer belächelt, wenn wir an irgendeiner Tankstelle angehalten sind und guckten dann so auf die Räder und meinten so, wo ist denn hier und was wollt ihr denn eigentlich so? Ne? Und dann haben wir diese Flaschen aufgemacht und haben gesagt, bitte einmal voll machen. So, dann haben wir da unsere 80 Pfennig bezahlt, 80 Cent oder was auch immer. Ne? Und manchmal haben sie uns das Zeug sogar geschenkt, weil sie gesagt haben, das ist so wenig, das können wir gar nicht abrechnen. Genau. Wir haben immer so 20, 30 Kilometer sind wir gefahren, dann haben wir eine größere Pause gemacht, so 20 Minuten, mal eine Stunde, je nachdem, wie wir Lust und Zeit hatten. Meistens hatten wir ganz viel Zeit. Haben wir eine Stunde Pause gemacht, haben was gegessen, was getrunken, dann sind wir einfach weitergefahren, so wie wir Lust hatten. Wir hatten ja keinen Druck, mehr oder weniger. Manchmal wussten wir, wo wir abends schlafen, meistens wussten wir es nicht. Und es dann live gemacht. Bei den Rädern muss man noch sagen, also Stefan ist ja vorher schon Rad gefahren, kennt das schon ein bisschen. Bei mir war es, ich fahre auch gern Rad, ich fahre gern Rad in der Stadt, ich mache auch gern meine Radtour und dann fahre ich auch gern wieder nach Hause. Und das schwere Gepäck war am Anfang für mich schon eine sehr große Umstellung, denn ich bin losgefahren, wir hatten davor schon mal geübt, da waren zwei Fahrradtaschen voll, das war okay, das habe ich geschafft. Und dann hingen da vier Fahrradtaschen dran und hinten war noch was draufgeschnallt. Und früh, wir fuhren los, ich stieg aufs Rad und ich dachte, ich darf nicht mehr absteigen. Wenn ich jetzt absteige, dann fahre ich nicht weiter. Und wir hatten das Glück, muss man sagen, wir sind früh losgefahren. Es war um 4 sind wir losgefahren, 4.30 Uhr. Und wir sind am Ausgangsschild von Leipzig und uns begrüßten oder verabschiedeten in dem Fall noch ein paar Freunde, die da standen und uns zugewunken haben und uns grüßten. Und ich dachte nur, bitte, 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 Stefan, halte jetzt nicht an, dann komme ich nicht mehr aufs Rad drauf. Als wir dann 2 Tage gefahren sind, wurde es besser. Und so nach 2 Wochen ist man dann so weit, dass man sagen kann, ja, jetzt habe ich mich dran gewöhnt, jetzt kann ich weiterfahren. Es tut auch der Popo nicht mehr so weh. Alles gut, jetzt kann ich ewig weiterfahren. Und so war es dann auch. Also wir hatten dann kaum Probleme. Oder ich zumindest kann für mich sprechen. Und dann sind wir immer weitergefahren. Genau. Thema Klima, ne, hatte ich vorhin schon mal gesagt, dort gibt es Kaki-Bäume. Kann man direkt von Baumpflücken schmecken, hervorragend. Es gibt auch immer so Straßenstände, wo einem das Zeug quasi hinterhergeworfen wird. So, was gab es diese runden hier, wie heißen die? Die mit dem grünen, mit dem roten Kern drin? Der Granatapfel. Der Granatapfel. Genau, die gab es dort en masse. Wassermelonen, Kakis eben, alles für einen sehr, sehr günstigen Preis.
sodass man sich da über den Tag schön versorgen konnte und morgens schon mal schön irgendwie was ans Müsli dran schneiden. War hervorragend. Kraftfutter für den Tag. Typische Straßenszene, den Lada Niva, den kennen Sie bestimmt irgendwo alle, den haben Sie alle schon mal gesehen, gibt es auch bei uns mittlerweile zu kaufen, ist dort Standardfahrzeug. Was dort auch Standardfahrzeug ist, sind Transporter mit deutscher Aufschrift. Dachdecker so und so, Handwerker so und so, alles Mögliche. Natürlich alle mit georgischen Kennzeichen. Das liegt daran, dass es dort, die kaufen alles auf, was hier nicht mehr fahren darf. Dann schiffen die das mit diesem Schiff, wo wir gefahren sind, schiffen die das dann rüber und verkaufen das dort für einen sehr, sehr guten Preis. Wir haben uns erzählt, oder ich habe mir erzählen lassen, einen alten Mercedes kriegen sie dort fürs Dreifache los, was sie hier bezahlen dafür. So. Geschäftsmodell, falls Sie noch Interesse haben. Hier in diesem Land sind tatsächlich die Straßenschilder zweisprachig. Also sowohl in Landesschrift, ne, sieht man oben, als auch in lateinischen Buchstaben unten drunter nochmal geschrieben für die, die der Landessprache nicht mächtig sind oder Landesschrift nicht mächtig sind, weil Georgien für Aserbaidschan, Armenien in die Richtung Transitland für Lkw-Fahrer zum Beispiel ist. Ne? Die ganzen Waren werden alle über Land gebracht dort. Alles, was Richtung Kaspisches Meer dann geht, das fährt alles durch Georgien durch. Gibt auch nur zwei Schnellstraßen, die da einmal komplett quer durchgehen. Die wir auch teilweise gefahren sind. Also wenn Sie hier in Deutschland, können Sie keine Autobahn fahren mit dem Fahrrad, dort ist das kein Problem. Das ist landestypisches Essen. Das hier an der Seite nennt sich, ich will nicht lügen, dieses Brot nennt sich Nipu oder Napu. Komme ich nachher nochmal dazu, ich habe es mal irgendwo aufgeschrieben. Und die russischen Pelmeni, kennen Sie vielleicht auch noch, ne? Das ist doch auch landestypisch. Und viel Gemüse ist mit dabei und alles Mögliche, was irgendwie fetthaltig ist. Kann man wunderbar machen, aber nicht mehr Radfahren. Viel sieht man dort auch so alte Kirchengebäude. Das hier war in einer Stadt, die sich nennt, das muss ich kurz gucken, Kutaisi. Dort haben wir in so einem Hostel übernachtet, war alles super, alles schick. Und dann haben wir uns da noch eine Kirche angeguckt und hier sieht man das Ding. Die waren leider nicht drin, wenn ich mich, oder ich war nicht drin, du warst glaube ich drin, ne? Also haben wir Fotos gemacht drin, aber gut. Und hier, ganz wichtig zu sehen, wieder diese Mischung aus alt und neu. Hier an der Seite ist ein kompletter Neubau dran gewesen aus Holz, das sieht man leider auf dem Beamer jetzt ein bisschen schlechter, aber der war relativ neu, der war keine 4-5 Jahre alt. Ne? Und das Gebäude selber, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrhunderte alt das war. Auch dort gibt es, wie bei uns, den Wassermangel. Ne? Die haben ganz stark zu tun mit, wenn es dort Regenfälle gibt, dann schießt das dort alles aus den Bergen runter. Und dann ist es aber auch ganz schnell wieder weg. Die haben ganz stark damit zu kämpfen, dass die ihre Landwirtschaft betreiben können, dass die ihre Felder bewässern können. Und das sieht man hier eben, der Fluss hier ist an Stellen, großen Stellenteilen einfach komplett ausgetrocknet. Wir haben auch Dinosaurier besucht. Ja, also es gab einen großen Dinosaurierpark, weil in der Gegend, wo das war, jetzt müsste ich aber nochmal, hast du den Namen mit aufgeschrieben? Ich habe es bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Also jedenfalls waren wir in einem Park, dort waren noch richtige Dinosaurierspuren zu sehen, die wurden dann ausgegraben, dann auch ganz viele Nachbildungen von Dinosauriern und eine riesengroße Freifläche, halt diese typischen Glasflächen, auf denen man stehen kann, wo man auch erstmal runtergucken kann und denkt, huch, wo geht's denn hier hin? Wo man sehr weit über die Wälder drüber gucken kann, die ja in Georgien teilweise noch verbreitet sind, obwohl das Land sonst sehr karg ist. Und genau, dort waren wir in einem Dinosaurierpark, haben uns den angeguckt. War interessant. Man sieht so die Spuren noch von diesen einzelnen kleinen und großen Dinosauriern, die sie dort so richtig schön ausgekehrt haben. Ne? Und das war alles so mit einer Glasfläche überdeckt, sodass man da direkt drüber laufen konnte und dann runtergeguckt hat, war auch schön zu sehen. Und dann gab es diesen sogenannten, das was du gerade erzählt, diesen Skywalk, nennt sich das, wo man quasi über den Abgrund auf eine Glasfläche geht und dann nach unten guckt und denkt sich, oha, 100, 500 Meter, keine Ahnung, wie weit es da runter geht. Ich weiß gar nicht, sind wir beide drüber gegangen? Ich bin mir nicht sicher. Das war auf jeden Fall sehr herzrasend. Aber gut.
das hier, landestypisches Essen, Chachapuri. Wenn Sie doch mal hinkommen sollten, das ist absolut lecker, aber nehmen Sie sich danach nichts vor. Das ist dieses landestypische Brot, was ich gerade erzählt habe, das wird quasi innen ausgehöhlt und dann wird da eine Mischung aus einem bestimmten Käse, den es nur in Georgien gibt. Der heißt Malbuni. Und da wird noch ein Ei drüber gemacht. Hervorragendes Essen, wie gesagt. Plan zur Ruhe ein danach. Essen war bei uns ganz großes Thema, ne? Wie man sieht. Das sind so diese, eigentlich Snacks sind das für die. Wenn die essen, dann essen die richtig und lange. So, dann gibt es auch immer schweren Wein dazu. Georgien ist ein großes Weinland mit vielen verschiedenen Sorten. Alles so ganz schwere Weine. Ne? Es war dort eher schwierig, mal ein Bier zu finden, was ich dann eher bevorzuge. Aber gut, es hat trotzdem manchmal geklappt. Genau, morgens, das war übrigens Frühstück. Ne? Also morgens durfte der Kaffee nicht fehlen. Wir hatten dort übernachtet in der Unterkunft, da war das Frühstück mit drin, das hatten sie uns dann serviert und war sehr reichhaltig auch, das ganze Essen. Und danach hatten wir immer zu tun, loszukommen. Ich hatte es gerade gesagt, das hier ist eine Weinrebe. Also, sieht man, ne? Sicherlich. Das steht dort in jedem Hinterhof. Überall. Wo man hingeht, wo man lang guckt, gibt es in jedem Hinterhof. Die haben ihre eigene Weinsorte und dann wird das abgenommen irgendwann, dann wird das gestampft, dann wird das, ne, wie auch immer man Wein macht, und dann wird das getrunken. Und dann noch die ganzen Nachbarn mit versorgt und die versorgen dann wieder zurück und weil jeder hat seinen eigenen Wein. Das hier ist die Stadt Gori. Gori sagt vielleicht dem einen oder anderen was. So ein großer ehemaliger sowjetischer Führer ist dort geboren worden, hat dort auch sein eigenes riesengroßes Museum. Politisch ist das etwas schwierig. Stalin ist dort geboren, ne? Ich sage es jetzt mal, die Stadt selber hat ihm ein großes Denkmal quasi hingestellt mit diesem Museum. Es ist leider nur georgisch, wird also nicht übersetzt, sodass man nicht genau unterscheiden kann, wie wird das Ganze, wie die Geschichte beleuchtet, ne? Also was ist alles, was hat er gemacht, was nicht, und naja, wir hatten eher das Gefühl, es wird ein bisschen heroisiert, stark sogar. Die haben uns das kurz angeguckt, sind dann wieder raus. Wir haben uns dann noch das Naturkundemuseum angeguckt. Das war viel interessanter und es gab noch eine englischsprachige Führung. Das war bloß 5 Meter weiter. Das war besser. Thema Essen. Kommt schon wieder. Ne? Sehr reichhaltig. Das hier ist die Stadt, das muss ich ablesen. Ublitschike. Ublitschike. Eine Höhlenstadt. Willst du... Also, ja, also früher wurde in dem Land halt, weil es einfach kühler war, wurden dort die Höhlen ausgebaut. Und das ist eine riesige Stadt gewesen, die über, man könnte sagen, mehrere Kilometer ausgebaut war. Und die war so gut gebaut, dass man sogar oben an der Decke waren richtige Verzierungen drin überall, die man jetzt nur noch teilweise gesehen hat. Es gab ein Bad, es gab Feuerstellen, die Stadt war... konnte sich selber versorgen, das heißt, es gab Brunnen, die waren angelegt, die hat man noch gesehen und auch noch Überreste überall von verschiedenen Sachen gefunden. Die Wände waren sogar angemalt mit verschiedenen Naturfarben und das wurde halt wieder, ich sag mal, ausgegraben teilweise und ausgebuddelt, damit das jetzt praktisch natürlich für die Touristen zugänglich ist und wird aber wohl noch teilweise auch für kulturelle Zwecke genutzt. Also dort werden auch noch Feste gefeiert, richtig, von Einheimischen dort. Und das war wirklich eine sehr interessante Stadt. Also wer mal nach Georgien kommt, das ist ein Ort, den sollte man sich dort unbedingt angucken. Und da ist man auch wirklich einen halben Tag lang beschäftigt, nur durchzulaufen, sich das alles anzugucken. Dann stehen ganz viele Hinweisschilder, die auch auf Englisch sind und dann in der Landessprache natürlich. Und ja, also ein wunderbarer Tipp. Es gibt aus Gori, das ist nicht weit von Gori weg, aber es gibt dort auch, sage ich mal, Tagestouren, die man machen kann, die tatsächlich auch in Deutsch gemacht werden. Ne? Also man kann da auch hinfahren und dann hat man so einen Guide, der einen drum führt und das erzählt. So. Das ist nochmal das Ganze von Weitem so ein Stück weit weg. Hier sieht man ungefähr so 20% der ganzen Stadt, ne? Die hier irgendwo eingegraben ist in dieser Hügelkette. Unterwegs haben wir dann auch noch schöne Überreste gefunden von irgendwelchen alten Gemäuern, die sich irgendwelche reichen Georgier kaufen und ausbauen mittlerweile und dort als Landsitz nutzen. Von dort oben hatte man aber einen sehr schönen Blick
auf im Hintergrund schneebedeckte Berge, wo dann das ganze Wasser herkommt, wenn es denn mal kommt, was ich vorhin schon erzählt hatte. Ne? In die Berge sind wir selber nicht gefahren. Es gab da so ein paar Missstimmigkeiten zwischen uns beiden. Sabine wollte nicht in die Berge, ich wollte in die Berge. Naja, wir haben uns dann gegen die Berge entschieden. was man dort auch sieht, Viehzucht wird betrieben, immer und überall. Selbst an der Tankstelle. Na, also die rennen dort überall rum, Pferde, Wildschweine, Pferde, Schafe, Ziegen und alles Mögliche. Wir sind dort auch durch einen ganz großen, langen Tunnel gekommen. Ich weiß gar nicht, wie lang das Ding war. Es war ewig lang. Hier vorne im Vordergrund sieht man einen Schweden. Das ist Björn. Björn haben wir kurz davor kennengelernt. Mit dem haben wir auch eine Nacht irgendwo in einem Hotel verbracht. Haben uns da schön den Abend versüßt, indem wir noch einen Wein getrunken haben. Und der hat uns begleitet noch ein paar, ich glaube zwei Tage insgesamt. Dann ist er abgebogen in die Berge. Ich wollte am liebsten hinterher. Aber da hätte Sabine alleine da gestanden. Das konnte ich auch nicht machen. Wir haben uns dann in Tiflis nochmal getroffen, auf was zu trinken. Wir sind auch heute noch mit dem in Kontakt. Schreiben uns so zwei, drei Mal hin und her im Jahr. Und teilen uns so gegenseitig mit, was wir inzwischen alles gemacht haben. Oder eben Corona-bedingt auch nicht. Genau. Das Ganze sieht dann im Tunnel so aus. Zum Glück hatten wir Licht. Sieht man so ein bisschen hier vorne im Vordergrund. Das ist kein Fleck auf der Linse, sondern das ist tatsächlich mein kleiner Lichtkegel. Die Autobahnen sehen so aus. Hat man so einen riesengroßen Streifen an der Seite, kann man tatsächlich mit dem Fahrrad wunderbar fahren. Stört einen auch keinen, die Polizei hält ihn nicht an. Alles schicki. Das ist das landestypische Brot. Ich finde aber jetzt nicht raus, wie das heißt. Ist nicht schlimm. Das war schon kurz vor Tiflis. Das sind so die Landschaften, die man dann sieht. Ne? Das zieht sich über mehrere 10, 20, 30, 40 Kilometer, wenn man an so einem Tag fährt. Es ist relativ karg, ab und zu mal stehen ein paar Bäume da und ein paar Büsche und das war's. Sieht man auch hier im Hintergrund nochmal, ne? die Berge, da ist keine Vegetation oder kaum Vegetation da. Das ist alles nur karge Felsen, karge Landschaft. Essen. Das ist ein Abendessen gewesen, was wir dort quasi bekommen haben. Ich glaube, wenn es hochkommt, haben wir ein Drittel davon geschafft. Den Rest mussten wir einfach zurückgeben. Und die haben uns sehr verwundert angeguckt. Immer wieder, wenn wir irgendwas zurückgegeben haben, das konnten sie nicht verstehen, dass wir das Ganze nicht aufgefuttert haben, weil wir doch im Rad unterwegs waren und so viel essen mussten. So ein paar Eindrücke noch von den Ortschaften dort vor Ort. Kann man jetzt nicht viel dazu sagen. Das hier ist dann tatsächlich schon Tiflis. Große Landesflaggen sind dort überall zu sehen. Ne? Und auch große Fahrräder. Essen. Noch mehr Essen. Essen ist dort wirklich sehr groß. Wer schon mal in Moskau war, kennt diese ganz tiefen, langen U-Bahn-Schächte. Ne? Also man fährt man so 5 Minuten eine Rolltreppe runter und irgendwo unten ist dann eine U-Bahn. Genauso sieht das dort auch in Tiflis aus. Auch sehr schöne U-Bahnhöfe, wirklich gut gemacht, aber eben noch aus Sowjetzeiten. Wird aber gehegt und gepflegt, funktioniert halt einfach das Zeug. Tiflis ist eine sehr moderne Stadt, aber eben auch eine sehr alte Stadt. Diese Brücke hier zum Beispiel, die soll auch nochmal die Verbindung zwischen Europa und Asien darstellen. Ich glaube, die heißt sogar Europa-Brücke, wenn ich mich recht entsinne. Ist komplett aus Glas. Man läuft da auch über den Glasboden. Und so von oben betrachtet hat man dann hier so ein Gebäude. Ne, zum Beispiel, das sieht aus wie zwei riesengroße Hörner, so wo man reinpustet und dann kommt da ein Ton raus. Bei Nacht wunderbar zu sehen, kann man übrigens auf diesem Berg, kann man mit der Seilbahn hochfahren, müssen Sie also nicht laufen. Können Sie mit dem Taxi unten zur Bahn fahren, zum Einstieg und dann hoch mit der Seilbahn und von oben den Sonnenuntergang betrachten und dann hervorragend die Lichter angehen der Stadt. Das, was hier in der Mitte so groß leuchtet, das Ding hier, das ist übrigens eine Kirche. Kirchen sind dort, also ja, Gotteshäuser sind dort einfach gut ausgestattet. Wahrscheinlich mit finanziellen Mitteln, sodass sie die Dinger einmal komplett beleuchten können, wie so ein Weihnachtsbaum. Essen und Skulpturen. Skulpturen sind auch überall zu sehen, an jeder Straßenecke irgendwas anderes. Das wird in Aserbaidschan noch mehr. Wir sind auf dem Weg aus Tiflis raus.
hier in Landessprache, also in Landessprache oben, und Tbilisi wird es eigentlich ausgesprochen, das Ganze. Ne? Also wir in Europa sagen Tiflis, die sagen Tbilisi. Und wieder über die Autobahn, weil das die einzige Strecke ist, die Richtung Grenze führte. Und am Ende kriegt man dann noch gesagt, das steht hier oben, schwer zu lesen, Good luck, bevor man das Land verlässt, viel Glück. Hier im Hintergrund zu sehen die Grenze, ne, zu Aserbaidschan. Da waren wir dann tatsächlich schon ein bisschen aufgeregt, weil wir nicht wussten, was uns so richtig erwartet. Lag einfach daran, dass wir auch, ich glaube, 200, 300 Dollar in Bar mit hatten. Und Dollar darf man aber in Aserbaidschan eigentlich gar nicht einführen, es sei denn, man hat eine Genehmigung. Und die sollte man angeblich an der Grenze bekommen. Wir haben dann den Grenzübertritt gewagt. Wir haben das den Zöllnern auch gesagt, dass wir das mithaben. Und die wollten aber davon gar nichts wissen. Die zwei Soldaten, die uns da begrüßt haben, oder Grenzer direkt am Anfang, kramten so ihr letztes Englisch raus, was sie noch finden konnten, und meinten, gute Reise. Oder welcome to Aserbaidschan, haben sie, glaube ich, gesagt. Ich wollte nur sagen, die freuen sich aber immer über Besucher. Also es ist wirklich auch ein Land, über das man ganz wenig weiß. Und nachdem wir jetzt dort waren, können wir aber sagen, dass es wirklich ein... Also die Menschen sind herzlich, die Leute begrüßen einen. Die sind da auch überall, dass die einen willkommen heißen, was ich immer sehr begrüße. Es ist ein Land, was sehr, auch wieder sehr karg ist, wo es verteilt nicht viele Sehenswürdigkeiten gibt, aber in den größeren Städten, die es doch 2, 3 gibt es davon, die sind dann wirklich sehr schön, ich sag mal, anzuschauen. Wir hatten Strecken dazwischen, wir waren ja eben mit dem Rad unterwegs, wo wir gesagt haben, ui, das Land, ja, ist vielleicht besser mit dem Auto bereisbar, einfach weil die Entfernungen dann so groß sind, wo halt jetzt nicht so viel zu sehen ist, was für einen Radfahrer, der einfach nur durchfährt und sich denkt, ich fahre jetzt nur zum Fahrradfahren, okay ist, aber wenn man sich halt unterwegs auch viele Sachen ansehen möchte, dann, ja, fast schon ein bisschen, na doch, langweilig ist, aber wenn man dann in die Städte kommt und diese ganzen tollen Sachen sieht, die da noch dazugehören, dann hat sich dann doch die Reise gelohnt. Also auch Aserbaidschan ist ein sehr, sehr schönes Land, was, ja, wie wir finden, vielleicht auch nochmal bereisbar wäre, wenn es denn dann wieder möglich ist. Genau, weil, glaube ich, momentan sind auch die Grenzen geschlossen. Aufgrund des Krieges wird dann nicht viel reingelassen und durchgelassen. Das heißt, auch der gesamte Warenverkehr, der in Richtung Kaspisches Meer geht, ist gerade unterbrochen. Zum Abschluss noch, schöner, wilder Paprika. Schmeckt übrigens hervorragend auf jedem Gericht. Jetzt muss ich kurz den Ordner wechseln. Moment. Und wir gehen zu Aserbaidschan. Dort hatten wir das erste Mal damit zu tun, dass wir Fahrradhelme tragen mussten. Kuriose Geschichte. Wir sind ohne Fahrradhelme reingefahren. Einen Tag lang. Und keiner aufgehalten. Genau. Und den zweiten Tag macht es plötzlich hinter uns. Große Polizei. Und die wollten uns dann ganz viel Kohle abknöpfen. Wir haben dann so ein bisschen dumm getan, oder Sabine hat es eher gemacht. Die hat uns quasi aus der Situation gerettet. Der Stefan wollte schon mit einsteigen. Ich habe gesagt, nein, der Stefan, der kann nicht mit einsteigen. Ich kann hier nicht alleine bleiben, das funktioniert so nicht. Genau. Und beide wollten sie nicht mitnehmen. Genau, wir sollten dann quasi, einer von uns sollte zum Geldautomaten fahren mit und das Geld abgeben. Und dann, aber irgendwann mit viel Zuquatschen hat es dann Sabine geschafft. Dann haben sie entnervt aufgegeben und haben gesagt, setzt eure Helme auf und fahrt weiter. Typisch dort auch Tee. Finden Sie dort mal einen Kaffee, können Sie vergessen. Tee ist dort wirklich so, es ist ein sehr muslimisch geprägtes Land, ne? Das ist ähnlich hier in muslimischen Teehäusern. Wunderbarer, schöner Chai nennt sich das dort. Wir wurden auch immer wieder auf einen Chai, auf einen Tee eingeladen. Und kann man als Kaffeeersatz nur bedingt empfehlen, muss ich sagen. Es ist auch sehr süß. Also wir haben das erste Mal Tee dort getrunken. Wir wurden eingeladen und ich habe mir ein Stück Zucker reingelegt. Und der Nachbar, der so da saß, guckte. Also sind ja auch immer so hilfsbereit, gerade bei Frauen. Guckte, meinte, ich habe zu wenig Zucker drin, nahm 4 Stück Zucker und tat mir so noch dazu. Und ich dachte so... In ein Glas, das so groß ist. Also, der Tee schmeckte sehr interessant. Seitdem haben wir immer so 2, 3 Stück Zucker reingemacht, damit es nicht ganz so viel wird, weil dann kommt nochmal der Nachbar und schmeißt noch mehr rein. Dieses Gericht haben wir bestellt mit diesem Buch.
Das war tatsächlich unsere erste wirkliche Bestellung, die wir machen mussten. Sonst konnten wir das Essen irgendwo sehen. Ne? Dort gab es keine Karte. Wie macht man denen jetzt klar, dass, was man essen möchte, was man nicht essen möchte? Dann haben wir dann irgendwie gezeigt, habt ihr das, habt ihr das, habt ihr das und habt ihr das. Und dann schmeißt das alles zusammen und macht uns was warm. So ungefähr haben wir das gesagt, haben uns so ausgedrückt versucht zumindest. Und das hat auch in großen Teilen gut geschmeckt. Es gab so Kleinigkeiten, die waren so knorblig und da wusste man nicht, was das ist so richtig. Naja, es hat gemundet, wir waren versorgt und wir waren natürlich das Highlight dieser ganzen Haltestelle dort. Alle haben die Räder bewundert und alle haben uns angeguckt und ja, da kommen da so zwei Idioten und fahren mit dem Fahrrad. Naja, das konnten sie nicht verstehen. Sabine musste dann auch gleich noch an irgendeiner Tankstelle Rede und Antwort stehen. Wir sind dort bloß angehalten, weil wir eigentlich nur eine Cola trinken wollten, irgendwas Süßes zum Fahrradfahren, dann trinkt man ganz viel Cola übrigens. Es stellte sich dann raus, dass einer dieser Mechaniker dort in der Nähe von Berlin stationiert war. Damals noch vor 1990 irgendwann, ne? War er als sowjetischer Soldat quasi, war er damals noch in der Sowjetrepublik, war er dort stationiert und konnte seine 5 Worte, die er noch Deutsch konnte, hat er unter zum Besten gegeben. War hervorragend. Die Tankstelle besaß übrigens 3 Manager und 4 Leute, die irgendwie draußen an der Zapfsäule standen. 7 Personen, die dort gearbeitet haben, an einer Tankstelle mit 4 Zapfsäulen. Großartig. Und gefühlt einem Auto. Genau. Monumentalbauten. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? Also so dieses, wir müssen uns nach außen präsentieren, da sind wir jetzt angelangt. Ne? Und Aserbaidschan macht das sehr stark. Das wird man gleich noch sehen. Das hier ist das Ortseingangsschild, was wir so ein kleines gelbes Ding haben. Das ist das Ortseingangsschild von Ganja. Dort haben wir eine größere Stadt, dort haben wir mehrere Nächte verbracht. War sehr interessant. Hier das Ortseingangstor. Hier ein zweites Ortseingangstor mit ganz vielen Fahnen davor. Das sind übrigens noch die kleinen Fahnen. Die sind normal groß wie unsere Fahnenmasten, auch in Deutschland hier. Dann gibt es noch die ganz großen Fahnenmasten, die so um die 30 bis 40 Meter hoch sind. Und eine Fahne, die doppelt so groß ist wie dieser Raum. Die hängt dann dort auch dran und wedelt da so fröhlich vor sich hin im Wind. Ich glaube, ich habe irgendwo noch ein Bild dabei. Irgendeine Skulptur? Ich habe keine Ahnung. Wir wussten meistens gar nicht, was die sagen sollen. Und dann hatten die aber auch so schöne wie diese hier. Ne? Also ein, vielleicht kann ich das mal ein bisschen ranzoomen, das Ganze. Figuren, die so eine Art Musiker darstellen sollten. Ne? Davon gab es auch tatsächlich sehr viele. Sowas zum Beispiel auch, ein altes Pärchen, was dort einfach sitzt. Ne? Das hatten wir auch in Georgien, habe ich ja schon mal gezeigt gehabt, mit diesem Tisch. Sowas wird dort in Bronze gegossen und schwer einfach hingestellt. Klaut eh keiner, ist tonnenschwer. Die Wildtiere werden dort auch nochmal dargestellt. Manchmal führen, das ist übrigens ein Brunnen, ne? Manchmal führen diese Brunnen auch noch Wasser, da steht dann aber ein Kind drin mit einem Regenschirm und mit Gummistiefeln. Die Baukultur dort ist, wie gesagt, sehr groß. Ne? Also wenn die was bauen, ist es meistens zur Präsentation. Ne? Also wenn man dorthin kommt, dann muss da nach außen so aussehen, als ob das alles toll ist. Ne? Im Gegensatz zu den Wohnhäusern, da ist es meistens andersrum. Die sind außen nicht so schick. Gerade in den kleinen Ortschaften und Dörfern, aber innen drin sehen die aus wie neu. Läuft. Dort findet man auch alles. Hier in dem Fall eine Moschee und daneben ein altes Badehaus. Ne, das ist kein Kuppelbau, der so irgendwie was Kirchliches zu tun hat, sondern das ist tatsächlich ein Badehaus. Essen. In Aserbaidschan ist alles, was man kriegt, irgendwie süß. Es sei denn, es ist herzhaft. Das ist dann was anderes. Aber das hier, alles was man so an Leckereien kriegt, ist sowas von süß, dass es einem wirklich den Mund zusammenzieht. Dort haben wir auch das erste Mal wieder eine Pizza gegessen, seit Monaten. Ja, die war gut. Die war super, ne? Die sind hier oben zu sehen. Schmeckte aber auch nicht wie bei uns. Die war sehr reich, wenn ich mich recht entsinne. Und danach gab es noch was Süßes, wo es ja davor schon was Süßes gab. Das gehört dort einfach mit dazu. Sind die Leute dann dicke? Die meisten nicht nehmen. Nee. Müsste man annehmen, aber ich glaube, die essen insgesamt wahrscheinlich weniger. Oder
bewegen sich noch mehr. Das, ja. Thema Monumentalbauten wieder, das war das Ortsausgangstor von Ganja. Ne? So wurde man dort verabschiedet oder wenn man reinkam, begrüßt, je nachdem. Dann gab es wieder Tee mit ganz vielen Bonbons. Davon haben wir uns immer 2-3 mitgenommen gleich. Ne? Eins gegessen, 2-3 mitgenommen. Gab es sowieso mehrmals am Tag Tee. Ne? Und hatte man immer was Süßes noch einstecken, musste nichts kaufen. So war unser übliches Abendritual. Wenn wir angekommen sind, haben wir dort erstmal unseren Kocher aufgebaut, unsere Stühle aufgebaut, die wir noch hatten. Da, und unsere Räder davor hingestellt, damit wir unser Zeug trocknen konnten, wenn wir das gewaschen haben. Toiletten gab es auch. In Georgien fing das schon an, dann hatten so die Toiletten meistens keine Sitze mehr. Ist ja auch der Fall. In Aserbaidschan haben wir, glaube ich, 2 Toiletten gefunden, die einen Sitz hatten. Das war in Baku dann am Ende. Davor gab es einfach keine. Entweder gab es nur ein Loch im Boden oder es gab Toiletten ohne Sitz. Unser üblicher Radtag sah dann so aus, wir sind früh gestartet, Räder voll bepackt, abends sind wir dann irgendwo angekommen, dann gab es einen schönen Sonnenuntergang, die sind dort übrigens wunderbar, und am nächsten Morgen gab es dann auch gleich wieder einen sehr schönen Sonnenaufgang. Man hat eigentlich so gut wie alles mitgekriegt, weil man sowieso mit dem ersten Sonnenstrahl ist man morgens wach geworden und ist aufgestanden und ging los der Tag. Fing dann morgens an, ne? Man hat dann sein Rad eingepackt, alles soweit, dann hat man gefrühstückt, hier im Hintergrund noch zu sehen, sitzt da Sabine und bereitet unser Frühstück vor. Ich habe irgendwo hier vorne, glaube ich, unseren Kocher hingestellt und habe Kaffeewasser gemacht. Kaffee war wirklich so etwas, morgens ein Kaffee ist einfach Muss. Sollte Ihnen das mal über den Weg laufen, trinken Sie es nicht. ich bin schon sowieso kein Freund von so Waldmeister und grüne Getränke haben mich sowieso schon immer etwas suspekt angeguckt und ich dachte mir, ich probiere es aber mal. Einfach weil es ein anderes Land ist, weil es schmeckt ja irgendwie anders. Es hat nicht geschmeckt. Wir haben, glaube ich, die Hälfte davon auch weggeschüttet. Einfach. Wir haben es dann bloß getrunken, weil es ein bisschen, aber wir dachten, es ist ein bisschen süß und es war aber sehr, 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 sehr süß. Thema Straßen wieder. Ne? Hier sind wir Richtung Baki unterwegs. In Europa sagt man Baku, die sagen Baki. Warum, habe ich nie rausgefunden. Wenn man hier nach rechts gefahren wäre, übrigens waren das noch 80 Kilometer bis zur iranischen Grenze. Genau. Dann sind wir angekommen an einer Höhlenmalerei. Das war, jetzt muss ich kurz übergucken hier, den Ort kann ich Ihnen nennen. Gobustan Nationalpark hieß das Ding. Wurden irgendwann so Höhlen entdeckt, haben sie festgestellt, dass da schon ganz, ganz viele Menschen drin gewohnt haben, über viele Jahrtausende weg, und haben dort teilweise das Zeug halt in so einem Museum ausgestellt oder nachgemalt und haben da so mit medial das aufbereitet, das Ganze. Und draußen gab es noch Klangschalen, sowas hier zum Beispiel, ne, gerade zu sehen, wo man die Steine dann so bewegt hat und dann hat das Ganze irgendwie Geräusche gemacht. Warum auch immer. Warum die das Menschen gemacht haben, wissen wir nicht. Wir konnten es nicht lesen, weil es teilweise nicht auf Englisch stand. Genau, das sind so die üblichen Einzäunungen dort gewesen. Jedes Haus hatte dort seinen eigenen Zaun. Und so im Hintergrund wieder zu sehen, ne? Sehr, sehr karge Landschaft. So hat sich das durch die ganze Zeit gezogen. Unterwegs konnte man manchmal nicht unterscheiden, ob das eine Wasserpipeline ist oder eine Ölpipeline. Denn dort gibt es, Aserbaidschan ist einfach Ölland, wird dort überall gefördert. Man sieht auch immer mal wieder so irgendwelche Ölpumpen, wie man das aus Texas von irgendwelchen Bildern kennt, ist dort genauso. Hier unser normales Frühstück. Ne? Wenn wir kein Müsli gegessen haben, haben wir einfach, wie hießen die Dinger? Ich habe schon wieder vergessen. Bananenapfel gegessen. Dazu gab es, ich glaube, das ist Honigmelone und das hier müsste Pfirsich sein. Und die Granatäpfel haben wir auch meistens auch geschenkt bekommen und ja. Die Einwohner, die haben wirklich einen Trick. Also bei uns ist ja wirklich so, wir schneiden es auseinander und dann sind wir froh, wenn wir es mit dem Löffel irgendwie rauskriegen, ohne zu matschen. Und die nehmen das, wie bei uns manche einen Apfel nehmen und so zerknacken können, drehen das und dann haben die plötzlich 2 Hälften in der Hand und dann wackeln die das so hin und her und dann machen die blub, 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 blub und dann hat man alles auf dem Teller drauf. Also ich habe es dann probiert, ich habe es nicht hinbekommen. Die lernen das von klein auf. Als wir dann das erste Mal im Kaspischen Meer angekommen sind, ist Sabine tatsächlich, dann hat ihr Rad abgestellt am Straßenrand, ist da runtergelaufen, hat dort ein Foto gemacht von den Muscheln, die dort lagen und ist da mit den Füßen mal, glaube ich, rein und so, keine Ahnung. Währenddessen wurde sie beobachtet von 3 Frauen.
Den war das ein bisschen suspekt. Wir haben auch ein bisschen geschimpft, warum auch immer. Wir haben es nicht rausgefunden. Wir haben es auch nicht verstanden. Wir haben es ja nicht verstanden, genau. Und guckten dann aber sehr skeptisch. Und die hatten doch alle drei diese gleiche Weste an, wo irgendwas drauf stand. Municipal oder Stadt irgendwo, keine Ahnung. Ich glaube, die waren dort am Straßenrand auf Räumen und meinten, wir wollen unser Müll entsorgen oder sollen wir auf die Lille gehen oder was auch immer. Genau. Hier waren wir schon kurz vor Baku. Wieder über die Autobahn. Und es gab danach noch mit der C. Baku Eingangsschild, ne, hier nochmal deutlich Baki, Baku, das mal zweifach dargestellt. Baku selber ist eine sehr moderne Stadt. Tatsächlich viele Hochhäuser, viele Spiegelflächen, aber man wird begrüßt über die einzige Straße, die da richtig reingeht von der Seite, von einer Moschee. Ne? Und hier im Hintergrund, hier waren wir bei unserem ersten Hotel in Baku, da haben wir zwei Nächte genächtigt. Und hier im Hintergrund sieht man so die Skyline von Baku. Hat eine sehr große Küstenlinie, die Stadt selber, und ist teilweise hier, ne, die alten Gebäude und im Hintergrund dieser Gegensatz, die Baku Tower, die werden nachts tatsächlich von innen beleuchtet und da wird wie so eine Art Film abgespielt. Das können wir dann gleich noch sehen, ich habe dazu auch ein kurzes Video. Hier nochmal von der anderen Seite auch diese Mischung zwischen alten Häusern und diesen ganz neuen, ne, so diese gespiegelten Fassaden und die Altstadt von Baku, mehrere tausend Jahre alt, wo die Menschen sich dann vorher, wo die erste Stadt, sag ich mal, gegründet wurde. Ne, und dann dieses Gebäude, was nur ein paar hundert Meter weg ist, soll tatsächlich einen zusammengerollten Gebetsteppich darstellen. Also ist auch ein Teppichmuseum drin tatsächlich, was dann, ja, denke ich, sehr interessant ist. Wir waren aufgegriffen. Weiß man, warum der drin? Ich glaube, ich war nicht drin. Daneben gibt es wieder Süßigkeiten und Tee. Und ein kleines Museum. Ein kleines Museum deswegen, weil es dort nur ganz kleine Bücher gibt. Wieso? Also war halt ein Miniaturmuseum von Miniaturbüchern. Aber wirklich, also zwar nur ein Raum und denkt erst, oh je, naja, bin ich ja gleich wieder draußen. Aber es waren so viele verschiedene Bücher und wirklich aus allen Ländern, die wurden da auch teilweise hingeschickt. Es waren englische Bücher dabei über Lady Di und sonstiges. Es waren Märchenbücher dabei, es waren von Shakespeare Bücher dabei, es waren in Landessprache Bücher. Also wirklich ganz viele von diesen ganz kleinen Sachen, die man dann sich halt angucken konnte und teilweise auch kaufen konnte, aber... Das Anschauen hat nicht gereicht. Und wir haben sogar, wie man hier sieht, ein Buch über Leipzig gefunden. Und Wer es noch des Russischen mächtig ist, ne? Demokratische Deutsche Republik. Findet man dort überall. Also in diesem Museum. Sehr viel noch. Also auch Deutsches ist. Die Bayerische Verfassung ist dort auch zu sehen in so einem Miniaturbuch. Ne? Auch in deutscher Schrift geschrieben sogar. Also die haben wirklich aus aller Herren Länder, aus der ganzen Welt, haben die dort. Diese kleinen Mini-Bücher, ne? Hier nochmal vom Größenvergleich zu sehen. Die sind wirklich bloß teilweise so groß, manchmal so groß und manchmal aber auch mini klein. Hier diese Fassaden findet man auch überall in dieser Altstadt, beklebt mit ganz alten Kacheln, handgemacht, handhergestellt, handgemalt, werden dort einfach an die Fassaden gemacht, zur Verschönerung, zu Zwecken, genau. Finde ich persönlich ansprechender als so eine Glasfassade. Das hier ist ein alter Wehrturm gewesen. Der ist gebaut worden unten aus massiven Steinen und darüber wurden die Steine immer mit einem kleinen Abstand gelegt, sodass man eigentlich wie so ein Gitter hatte und aus jeder Richtung die Pfeile abschießen konnte. Dort hat sich früher die Bevölkerung hat sich dorthin zurückgezogen in diesen Wehrturm. Unten sind die Leute quasi an sich aufgehalten, oben waren die Soldaten und haben quasi die Feinde abgewehrt. Ja. Und es gab unten auch nur eine Tür, eben damit die Sicherheit gewährleistet war. Es musste nur eine Tür verteidigt werden. Genau. Thema Süßigkeiten, ne? Auch der Westen ist dort angekommen in Aserbaidschan. Nutella-Land, Nutelland genannt. Gab es einen Laden, wo es wirklich nur Nutella gab. Alles Mögliche an Nutella. Hier sind wir angelangt, fast am Ende. Wir haben uns. Wenn wir gereist sind mit den Rädern, wenn wir mit dem Flugzeug geflogen sind, mussten wir die Räder verpacken. Dazu sind wir in den nächstgelegenen Fahrradladen gefahren. Wenn der keinen Karton hatte, sind wir in den übernächsten gefahren und so weiter. Es hat manchmal 5-6 Fahrradläden gedauert, aber wir haben immer welche gefunden, haben dann diese Kartons mit in die Unterkunft genommen und haben dann angefangen, unsere Räder auseinanderzunehmen, komplett einmal auseinandergebaut, in diese Kartons verpackt, zugeklebt,
mit 5-6 Rollen so Gaffer, Panzertape und dann sind die Räder so auf die Reise gegangen ins Flugzeug. Teilweise abenteuerlich. Das ist übrigens die Währung in Aserbaidschan, das ist der aserbaidschanische Manat. Ich habe aber die Umrechnungskurse nicht mehr im Kopf, ich kann sie heute nicht mehr sagen. Aber das hier war nicht viel Geld. Das war so, ich müsste jetzt lügen, 5 Euro vielleicht oder so, 4 Euro. Genau. Hier im Hintergrund sieht man diese Baku Tower. Ne? So angeleuchtet von innen. Ich weiß nicht, wie die das machen, keine Ahnung. Das hier ist übrigens nicht grün, das ist blau auf meinem Bildschirm zumindest. Rot, grün, das sind die aserbaidschanischen Farben. Die Flaggenfarben. Die wechseln dann auch immer wieder die Farbe. Wir konnten leider, wir haben keine guten Kameras gehabt, haben wir mit dem Handy gemacht. Hier sind wir auf dem Weg zur Unterkunft ganz nah am Flughafen. Wir hatten erst in Baku selber eine Unterkunft, ein paar Tage, und sind dann mit dem Taxi zu einer Unterkunft am Flughafen gefahren, weil das einfach näher war, ne? Wegen Abfliegen. Es ging relativ früh, für uns los, ich glaube früh um 8 oder 9 irgendwas, Richtung Vietnam dann. Und wir hatten das Glück, dass der Inhaber dieser Unterkunft am Flughafen gearbeitet hat als Loader, also als Belader für Flugzeuge. Und der ist mit uns dann noch zum Flughafen gefahren, weil immer für unser Gepäck meistens nicht ganz klar war, was müssen wir denn für die Fahrräder bezahlen, wie viel dürfen wir eigentlich mitnehmen an Gepäck und so weiter und so fort. Das war immer so ein kleines Glücksspiel, das Ganze. Und hier sind wir mit einem Taxi gefahren, von der Unterkunft aus Baku zu der anderen Unterkunft dann am Flughafen. Und der Taxifahrer war wirklich der Meinung, er kriegt das alles, was wir haben, rein. Am Ende guckten zwei Kartons hinten aus diesem Kofferraumklappe raus und ich saß hinten und habe das Ganze festgehalten für etwa 15, 20 Kilometer und die Kofferraumklappe war hinten offen. Naja, es hat funktioniert. Wir sind angekommen, ich hatte so ein bisschen Angst, aber es hat geklappt. So ungefähr sah dann unser Gepäck aus, ne? Diese Rolle, die hier liegt, die ist normalerweise halb so groß gewesen, da war immer unser Zelt und Schlafsack und sowas drin. Die hätte ich hinten auf dem Gepäckträger. Diese Reisetasche, die haben wir uns immer vom Abflug besorgt. Also eine ähnliche immer. Ne? Sodass wir unser normales Gepäck dort reinschmeißen konnten. Und die haben wir dann am Zielort ausgepackt. Und meistens war sie so kaputt vom Flug, dass wir das Ding direkt entsorgen konnten. Wir haben immer geguckt, dass wir so, was haben wir bezahlt, 8 bis 10 Euro pro Reisetasche. Das tat nicht ganz so weh. Ne? Unsere Taschen selber haben die Flüge immer sehr gut überstanden. Gab es nichts. Ne? Unsere normalen Reisetaschen, die haben wir so, das war unser Handgepäck. Das haben wir dann direkt über unser Flugzeug, über die Sitze geschmissen in die Ablagefächer. Der Rest ist dann immer so im Bauch des Flugzeugs verschwunden. So sahen die Radkartons dann aus. Ne? Schön eingepackt, mit Griffen dran, sodass man da reingreifen konnte und die auch tragen konnte. Ne? Das war auf der Seite einmal und auf der anderen Seite jeweils. Wenn die angekommen sind am Zielort, hatten die meistens noch da ein Loch und da ein Loch und da und da und da, weil entweder jemand das Ding rumgeschmissen hatte und gedrückt hat oder rausgedrückt hat, oder man bei der Transportsicherheit der Meinung war, man müsste diesen halben Karton aufschneiden, um mal reinzugucken, was da drin ist. Naja, vor allem die Amerikaner sind da sehr, sehr penibel, die hatten dann tatsächlich ein paar Löcher reingeschnitten. Granatapfelbaum findet man dort auch, sehr schön. Sehr leckeres Zeug und Essen. Unser Gastgeber hat uns natürlich am letzten Abend dann noch eingeladen, war mit uns im landestypischen Restaurant essen und hat uns quasi als westliche Gäste vorgeführt vor seinen Freunden. Wir haben dann noch eine Schnecke gefunden, die Sabine unbedingt sehen wollte. Und am Abflugstag sind wir dann quasi mit seinem Auto, hat er uns dorthin gebracht in zwei Fuhren zum Flughafen. Naja, eigentlich hieß es, wir sollten nichts bezahlen für die Fahrräder. Wir haben dann schlussendlich dort, ach nee, an dem Flughafen haben wir tatsächlich gar nichts bezahlt, weil unsere Räder von der freundlichen Dame auf einen anderen Gast gebucht wurden, der Business Class geflogen ist und zwei Gepäckstücke frei hatte. Und sie hat das quasi auf ihn gebucht einfach, hat aber unsere Namen hingeschrieben, damit wir es wiederkriegen, sodass wir dafür die Räder nichts bezahlt haben. Die anderen Flüge lagen dann so zwischen, jetzt müsste ich lügen, 80 und 200 Dollar, US-Dollar pro Fahrrad, die wir dann noch extra bezahlen mussten. Genau. So gucke ich immer, wenn ich fliege, bevor ich fliege. Ich fühle mich auch tatsächlich so, ich bin kein guter Flieger, kein großer Flieger.
wenn ich dann einmal in der Luft bin, dann ist es okay, aber starten und landen, das ist ungefähr mein Gesicht. Und das absolut, was ich nicht leiden kann, ist, wenn jemand neben mir sitzt, was nicht Sabine gemacht hat, sondern meistens einfach Fluggäste, wird schon nicht so schlimm, alles gut. Und ihn bebrodelt es und ich möchte ihm sagen, genau, und wenn ich dann sowas sehe, dann rutscht meistens so der Magen etwas in die Hosen gehen. Noch fühle ich mich ein bisschen glücklich, aber das gibt sich dann, sobald wir gestartet sind. Gut, den Flug haben wir dann überstanden. Wir sind, glaube ich, 24 oder so Stunden unterwegs gewesen, bis wir dann irgendwann in Hanoi angekommen sind, völlig übermüdet. Aber die Begrüßung fällt dann ungefähr so aus. Nochmal eine andere Kultur, andere Baukultur, andere Menschen, andere Leute, anderes Essen. Aber das ist etwas für einen späteren Vortrag. Jetzt nehmen wir gern Fragen, wenn denn welche sind. Haben Sie sich einmal bedroht gefühlt, überhaupt so alleine vor irgendwelchen bösen Menschen? So gut wie gar nicht. Wir hatten einmal eine Situation, wo jemand meinte, er müsse sich als Polizist ausgeben und versuchte uns Geld abzuknöpfen. Da sind wir dann einfach ein bisschen schneller geradelt. Er war zwar mit dem Moped, hat dann versucht, uns ein bisschen abzudrängen. Es war auch nur eine Landstraße. Hat dann aber irgendwann aufgegeben und wir konnten weiterfahren, aber das war wirklich die einzige Situation, wo mir etwas mulmig war. Ich glaube, Stefan war in der Situation so schon ganz sicher. Ja, mir war etwas mulmig. Aber ansonsten haben wir nur freundliche Menschen getroffen, Menschen, die uns helfen wollten. Also gerade in Georgien haben wir einmal vor einer Unterkunft gestanden, die wir auch gebucht hatten und uns wurde einfach nicht aufgemacht. Und wir haben mit Händen und Füßen nur versucht, die kamen alle, die ganzen Dorfbewohner standen um uns rum und fragten, was los ist. Und wir so, die Sprache ist jetzt schwer, ne? Wie erklärt man das? Dann haben wir irgendwie das hingekriegt, dass sie verstanden haben, oh, wir suchen eine Unterkunft, eigentlich würden wir hier schlafen, es funktioniert nicht. Und dann haben die wirklich angefangen rum zu telefonieren, wo wir denn schlafen könnten, bei wem. Und der hätte ein Bett und der hätte ein Bett. Ach nein, die wollen ja zusammen und wie kriegen wir das hin? Dort kriegen wir was zu essen, dort könnten wir schlafen. Letzten Endes sind wir doch in der Unterkunft gelandet, weil sie dann angerufen wurden, so nach dem Motto, hier, was macht denn ihr? Hier stehen zwei und die wollen rein. Und die haben gebucht und dann ging es doch alles. Genau, aber wir haben immer ganz viel Freundlichkeit erfahren, überall. Seien es Geschenke, wir haben ganz viel Obst zum Beispiel immer geschenkt bekommen. Oder selbst wenn wir was gekauft haben, dann haben sie immer noch was dazu gesteckt. Oder in Australien war es dann, da ist ja zum Beispiel Alkohol sehr teuer. Wir haben auch eigentlich ganz selten welchen geholt. Und auf einem Zeltplatz kam dann eine Familie, oder beziehungsweise war das ein Ehepaar, und die hatten Wein, hatten nur eine Hälfte der Flasche getrunken und meinten dann, ach Mensch, ich denke, also ich habe auch eine Tochter und die reist gerade und hier, wir geben euch das jetzt, weil wir halt wissen, wie das so ist und dass man sich das halt nicht kaufen kann unbedingt. Dann haben sie uns halt das geschenkt und das ist in ganz vielen Ländern so gewesen. Das war einfach sehr schön. Ja, genau. Sind Sie aus Ihrem Berufsleben ein Jahr ausgestiegen, so gesagt? Genau. Beide, ja. Also bei mir war es recht einfach. Ich habe meinen Arbeitgeber relativ zeitig informiert darüber und es war okay. Bei Sabine war es etwas schwieriger, aber... Es geht ja schon bei so einfach, ne? Aber es hat funktioniert. Aber es geht alles. Und genau. Also wir sind komplett ausgestiegen. Wir waren nur noch als Staatsbürger hier in Deutschland gemeldet. Wir hatten keinen Wohnsitz mehr. Wir hatten keine Krankenversicherung mehr, wir haben keine Steuern mehr bezahlt, wir hatten aber auch kein Einkommen. Wir haben quasi von Ersparten gelebt und eine Krankenversicherung braucht man aber, ne, damit man hier wieder einsteigen kann. Und da kann man so eine Reiseversicherung sich abschließen, die hat gekostet, das müsste ich lügen, für 2 Jahre hatten wir bezahlt knapp 3.000 Euro. Das haben wir im Voraus bezahlt, das hat auch super funktioniert, ich war 2-mal beim Zahnarzt. In Georgien. Genau, in Georgien und einmal in Australien. Ja. Beide Male den Zahn kaputt. Hervorragend. Haben sie aber super gelöst. Halten immer noch. Und ansonsten haben wir die Krankenversicherung halt eigentlich gar nicht benötigt. Aber es ist natürlich immer gut zu wissen, dass man es hat für Notfall. Es kann auch anders ausgehen. Genau. Genau. Ja. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man mit so einer Reisetasche durch die Welt kommt. Ich habe vorige Woche eine Reise gemacht nach Österreich, da hatte mir mein Sohn einen Zug rausgesucht und dann habe ich festgestellt, dass ich das Gepäck gar nicht tragen kann. Da bin ich dann doch mit dem Auto gefahren. Und wenn ich mir vorstelle, ich sollte das alles aufs Rad laden, also und so lange, also das ist inklusive Haus, also und Schlafsack. Und Schlafsack, und Bett und alles drum und dran. Ne?
Das aber geht. Ja, und es ist vor allen Dingen, ich meine, auch wenn es 2 Wochen verreist oder dann länger, man packt ja mehr oder weniger wie für 2 Wochen. Also klar, man muss dran denken, kalte Sachen, also Handschuhe und sowas mitzunehmen, aber das weiß man vorher, das hat man im Kopf. Wir haben auch aus jedem Land mehr oder weniger ein Päckchen nach Hause geschickt immer, wenn wir irgendwas gesammelt haben, gekauft haben. Gerade am Anfang noch von Aserbaidschan aus, dann da haben wir Päckchen geschickt, weil wir einfach zu viel hatten. Manches haben wir dann auch einfach da gelassen im Hostel oder haben dann gesagt, hier wie ein Verschenketisch. Und der Rest kann weg. Und ansonsten haben wir das dann halt einfach in ein Päckchen gepackt und rausgeschickt. Also was ausgewaschen oder so? Dann genau. Also viele, als wir das erste Mal geflogen sind von Aserbaidschan, hatten wir 115 Kilo an Gepäck inklusive Fahrrädern. Ne? So ein Fahrradstück wog ungefähr 20 Kilo, also kann man das mal abziehen. Da bleiben trotzdem noch ungefähr 60, 70, 75 Kilo ungefähr, die man an Gepäck noch hat. Gelandet sind wir dann am Ende der Reise in Spanien wieder mit 91 Kilo. Die restlichen Kilo haben wir einfach mal unterwegs abgespeckt und das zurückgeschickt, zurückgelassen. Es ist kaputt gegangen, wir haben es einfach nicht mehr gebraucht, was auch immer. Ne? Und man merkt dann auch, man fährt los und man merkt, ach, das ist vielleicht doch überflüssig, brauchen wir nicht. Wir hatten zum Beispiel erst eine Pfanne mit, die haben wir auch benutzt, 2-mal. Genau. Und dann haben wir gesagt, gut, dann hat sie jetzt hier irgendwo ein neues Zuhause. Und haben sie an den Camper verschenkt? Ne, die haben wir tatsächlich in Aserbaidschan im letzten Hostel gelassen. Da haben wir noch Pfannkuchen drin gemacht. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben noch eine Art Statistik geführt, wer wie viele Sachen verbraucht hat. Ne? Das ist vielleicht auch noch interessant. Ich bin ja mit dem dunklen Namen, Sabine ist sie mit dem helleren Namen oder weniger geschriebenen. Ne? Ich hatte tatsächlich 13 platte Reifen. Sabine sagt, es waren 16, dann haben wir es vergessen. Sie hatte 2. Die meisten davon übrigens in Spanien. Warum, warum? Ich habe 3 Fahrradmäntel gebraucht. Sabine hat immer noch ihre ersten drauf nach 13.000 Kilometern. Ich musste mir eine neue Bremse kaufen vorne, weil meine kaputt gegangen war. Ich habe 3 Fahrradspiegel verbraucht, Sabine 0. Wir haben jeweils 2 Fahrradketten gebraucht. Dafür hat Sabine 7 Haargummis verbummelt, verbraucht, kaputt gemacht. Bei mir sind 2 kaputt gegangen, ich habe sie aber nicht für die Haare benutzt. Wir mussten uns jeder ein neues Telefon kaufen in Asien, weil wir sie beide kaputt gekriegt hatten. Ich hatte meins schon mal in der Ukraine reparieren lassen. Das hat bis Asien gehalten, also ganze 4 Wochen oder so, glaube ich, waren das insgesamt, oder 5 Wochen. Und dann mussten wir das komplett ersetzen, weil es gar nicht mehr ging. Das sind übrigens die Telefone, die wir hier haben. Punkt, die halten immer noch. Wir haben mal einen Laptop kaputt gemacht, das ist tatsächlich das gute Stück, was wir hier stehen haben. Da mussten wir in Thailand den Akku tauschen lassen, ein neues Ladegerät kaufen, diverse andere Sachen, war was kaputt. Haben die uns dort super repariert, für einen sehr günstigen Preis. Wunderbar, funktioniert immer noch das Teil. Wir hatten jeder einen Teller mit natürlich, also Steck und sowas und alles Zeug, ne? Ist hier vorne auch bitte was zu sehen, das haben wir, können Sie noch mal reingucken. Ich musste mir unterwegs 2 neue Teller kaufen. Bei mir ist ganz viel kaputt gegangen. Ich musste 2-mal zum Zahnarzt, ich brauchte 3 Kopfhörer, die ich immer wieder kaputt gekriegt habe, warum auch immer. Jeder von uns hat ein neues Paar Flipflops unterwegs besorgt, Sabine hat neue Sandalen bekommen, ich habe meine immer noch. Ich habe meine Trinkflasche kaputt gekriegt, habe sogar in Australien eine neue gefunden, die ich dann eigentlich benutzen wollte. Und dann ist mein Fahrrad umgefallen und dann war sie wieder kaputt. Sabine hat es geschafft, ein Bett kaputt zu kriegen. Das war aber schon angeknackst. Das war in Vietnam. Wir haben 2 Küchentücher jeder gebraucht, die haben wir ein bisschen aufgeteilt, aber sie natürlich beide benutzt haben. Ich habe meine Brille kaputt gemacht, die einzige, die ich mit hatte. Habe mir auch keine neue geholt, die habe ich dann hier wieder nachmachen lassen. Und dann habe ich irgendwas verloren oder vergessen. Ach ja, meine Stirnlampe zum Beispiel, die habe ich in Thailand einfach am Bettpfosten hängen lassen, an irgendeinem Hostel. Nein, war halt weg. Wir haben 12 T-Shirts verbraucht, 2 Hosen, 45 Zahnbürsten. Wir haben fast 22,5 Liter Benzin verbraucht auf 13.000 Kilometer. Macht uns das mal nach. Wir waren insgesamt 9-mal beim Friseur, davon 7 ich. War interessant, in Laos war ich beim Friseur. Und dann saßen dort wirklich alle da und ließen sich die Haare radikal scheren. Ganz kurz. Und dann kommt da der einzige Westler rein und sagt, schneid mal bitte. Fanden sie alle sehr, sehr lustig. Die guckten dann alle so rundherum. Und dann lagen zwischen diesen ganzen dunklen Haaren meine doch etwas helleren, roten, rötlich-blonden, was auch immer. Das war ein sehr witziges Bild, haben sie auch alle herzlich gelacht.
Wir haben etwa 2,7 Liter Sonnenmilch verbraucht, aber mal grob überschlagen. Das meiste davon tatsächlich in Australien, da hatten wir so 1 Liter Packung. Und ich habe mir nach Mexiko einen kleinen Becher Bautzner Senf liefern lassen. Hervorragend. Kann ich nur empfehlen. Nehmen Sie einen mit, wenn Sie irgendwo fahren. Will keiner haben, ist den allen zu scharf. Warum auch immer. Genau. Jetzt. Und die Fahrräder, die Sie hatten, waren ganz übliche, wie wir durch Wurzen fahren? Oder sind das Spezialanfertigungen? Das sind Spezialanfertigungen. Also wir haben uns richtig vermessen lassen, damit das passt und halt nirgendwo irgendwas drückt oder wehtut mit der Zeit. Ja. Und das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Ja. Genau, das hat gut funktioniert. Die haben wir auch immer noch, mit dem werden wir auch noch weiterfahren. So. Wir haben jetzt extra aufgehoben, wenn wir Fahrradtouren machen. Ja, jetzt nicht vom täglichen Hausgebrauch. Nee. Naja, man kann sie benutzen, aber da finden sie einfach zu teuer. Aha. Also die sind halt auch schwer, ne? Das muss man dazu sagen. Die wiegen ungefähr 20 Kilo das Stück. Die sind im Grunde genommen unkaputtbar, dort können sie 160 Kilo dranhängen an das Ding. Ne? Wenn die Reifen das wegmachen. Also geht jeder Urlaub jetzt auf Fahrrad? Naja, soweit. Ja. Ja, bisher auf jeden Fall. Ja, doch, bisher ja, auf jeden Fall. Man gewöhnt sich ja dann dran. Genau. Ihr habt so verschiedene tolle Preise genannt. Ihr seid ja arm geworden dabei. Es ging. Also es hält sich halt in Grenzen, weil man, wenn man viel zeltet und wir haben auch früh zum Beispiel, wir haben immer Müsli gegessen oder so, wir waren halt selten essen oder doch in Asien ist halt ein bisschen preiswerter, da waren wir schon essen, einfach auch um es kennenzulernen. Aber in vielen Ländern haben wir einfach gekocht, viel selber, viel geholt und haben ja auch viel geschenkt bekommen, was man dann benutzt hat. Und die Hostels haben eine ganz tolle Eigenheit. In den Küchen findet man immer Essen, was jemand dagelassen hat. Also dann ist man natürlich alles, aber so die Nudeln. Und dann haben wir immer ein paar noch mit aufs Rad mitgenommen und dann hatte man vielleicht für die nächsten Tage noch was für unterwegs zu essen. Ne, also da gibt es viele Möglichkeiten, wo man einfach ja, dann doch was einsparen kann. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, sind wir gut gefahren, auch mit dem Geld. Ja. Alles mitgenommen an Geld, was er braucht oder unterwegs dann auch mal nachgetankt? Ja. Muss man ja. Ja. Das, also das alles ja mitnehmen, wenn man doch mal irgendwie irgendwo reingerät und dann wäre alles weg. Genau, also es geht auch nicht, man darf mit solchen, es geht ja doch um mehrere tausend Euro, ne, dann in dem Moment, es waren ja auch über 15 Monate oder 15 Monate ungefähr, die wir unterwegs waren, man darf diese Geldmengen gar nicht über die Grenze mitnehmen. Also da gibt es Beschränkungen. An jeder Grenze ist die anderes. Und außerdem braucht man die Landeswährung. Ich kann ja nicht immer in Asien Euro tauschen, ist schwierig. Braucht man dann tatsächlich auch so einen Wechselshop und sowas. Und da ist es schon schwierig, den dort Euro einzudrehen. Brauchen Sie da nicht auch viele Pässe, die Grenzen überschreiten? Es sind da in jedem Land andere Pässe oder andere? Wir haben uns zwei Pässe machen lassen. Das darf man, aber nur zu bestimmten Begebenheiten, bei uns war das die Weltreise, da darf man das, muss man beantragen, damit man auch notfalls, falls mal ein Pass noch irgendwo liegt, weil ein Stempel reingemacht werden muss, dass man einen zweiten hat, weil man den ja auch in einigen Ländern auch vorzeigen muss. Also wir hatten einen Personalausweis, gilt dann ja nicht mehr, zumal Stefan Bock keinen hatte. Und die Stempel sind dann praktisch immer jeweils in dem anderen Pass drin gewesen und das hat wunderbar funktioniert. Ja. Genau. Also manche Länder mögen das auch nicht, ne? Zum Beispiel, wenn man von Armenien einen Stempel drin hat, kann man Aserbaidschan schwer einreisen. Da nimmt man dann den anderen Pass und sagt, da ist ja gar kein Stempel drin, dann kann ich den dann nehmen. Ja, also ähnlich bei Ägypten und Israel, wenn ich mich recht entsinne. Das ist noch wahrscheinlich Vorbereitung. Wie lange habt ihr gebraucht, um euch dort... Ja, also von der Entscheidung des Losfahrens, oder wann der Zeitwunsch feststand, ungefähr ein Jahr. Ja. Wir hätten sicherlich, das hätte auch kürzer geklappt, aber wir mussten dann auch Wohnungen auflösen und sowas, ne, das Zeug unterbringen und so. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Genau. Die Räder haben wir tatsächlich auch schon eher bestellt. Ja, damit haben wir ja vorher schon geübt, damit ich da nicht vorher schon umkippe. Hat ja dann geklappt. Genau. Noch eine Frage? Also wir stehen jetzt auch noch mal kurz hier bereit, ne? Also ihr könnt auch gerne noch mal vorkommen.